What's up, Leute? Wir sind jetzt wieder bei Heroes of Gaming und wieder bei unserem Together und wir müssen euch etwas beichten. Ich muss euch etwas beichten. Ja. Ich habe genoobt und zwar hat sich die Version von Attack of the B-Team aktualisiert. Ich habe vorher auf unserem Drado-Server von unserer LP-Welt ein Backup gemacht und wollte das Moment, dann laden, aber gerufen. Irgendwie war es nicht mehr da. Ja, dann ist der Player kurz weg. Aber irgendwie war die Welt dann halt nicht mehr da. Und jetzt müssen wir hier die neue Welt anfangen. Hab ich den jetzt angeguckt? Fängt ja schon gut an. Ja, also fangen wir die neue Welt an. Wir haben uns hier jeweils Rüstung, die Dubstep-Gun und was zu essen gegeben und Werkzeug. Ich meine, wir hatten ja eh Dias ohne Ende. Da können wir uns das mit dem Cheaten jetzt nicht hinterherrufen. Da bin ich wieder. Und ja, welcome back. Und die Dias, die hatten wir ja auch von normalen LP oder so mitgebracht, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall auch sehr viele Dias. Und dann würde ich sagen, ja, und Level haben wir uns auch gegeben, weil wir müssen uns ja mal mindestens wieder den Stab wiedergeben. Und wir haben auch keine Morph-Sachen mehr, also wir müssen das alles nochmal neu erarbeiten. Egal. Auf jeden Fall finde ich diese Schlucht hier extrem geil. Das ist so eine mega riesen Schluchtanlage. Jetzt haben wir zwar nicht mehr unser schönes Feld. Ich fange mal an, hier mal ein bisschen Holz zu snacken. Ja, aber naja, egal. Fangen wir halt nochmal neu an. Und ich wollte sagen, ich lese jetzt gleich ein paar Dr. Sommer Sachen vor. Wir diskutieren drüber. Ja, da werden wir ein bisschen drüber diskutieren, was er dagegen machen kann oder sie. Und wir machen das jetzt nicht einfach vom Broken Thumbs nach oder sowas, sondern wir machen das, weil jeder ein Recht hat auf Dr. Sommer Hilfe. Genau. Ihr wollt bestimmt alle auch wissen, was wir da von sowas, von solchen Sachen denken. Und unsere Ratschläge sind ja auch schon mal Gold wert, deswegen. Ja. Also. Machen wir jetzt hier den Sexualberater, hätte ich beinahe gesagt, den Pubertätsberater. Ich fange dann mal an. Manuel 13. Fängt ja schon gut an, warum mit Broken Thumbs und so. Ich habe was Komisches an mir entdeckt. Und weiß nicht, ob es in Ordnung ist. Penis? Vor kurzem habe ich versucht, mich selbst zu befriedigen. Dabei hüpfte mein Penis im steifen Zustand auf und ab. Dann kam eine wässrige Flüssigkeit heraus. War das ein Darmerguss? Nein, oh mein Gott. Sich mein Penis selbst. Hat er keinen Sexualkunde gehabt? Mein Gott. Nein, lieber Manuel, das war kein direkter Samenerguss. Das war zwar sowas ähnliches wie die Sperma, wie die Spermaflüssigkeit so. Aber, soll ich kurz was dazu sagen oder willst du auch was dazu sagen? Ja, du sagst mal was dazu. Also, im erregten Zustand ist der Penis ja meistens etwas steif. So, und dieses Auf- und Abwobbeln, was, lieber Manuel, was du da gesehen hast oder gemerkt hast, das ist nichts anderes als deine Beckenmuskulatur sozusagen, deine Leistenmuskulatur, die sich vor Erregung, vor Geilheit schon anfängt zu zucken. Weil du so geil auf deiner Hand bist, weil du deine Hand einfach nur liebst, weil die so tolle Sachen machen kann. Und diese Flüssigkeit, die vorher rauskam, das ist das sogenannte Lusttröpfchen. Kann man so nennen, wenn man also möchte. Wichser. Ja, quasi Sperma, aber halt nicht so richtiges Sperma. Und das ist einfach nur, genauso wie die Frau feucht wird, sondern der Mann halt schon mal diese Flüssigkeit ab, damit das besser flutscht. Punkt. Da weißt du Bescheid. So, wie war das mal mit Z? Genau, Come to Evil. Play someone off. Jemanden ausspielen. Join the Republicans. Der Republikanern beitreten. Manipulate Baseball Leech. Wir nehmen einfach mal den Oh oh. Geh mal. Oh nee, oder? Ich glaube, die haben den Minions Mod nochmal verändert. Weil das war, ich habe gerade Join the Republicans gemacht, ja? Hörst du mich noch, Player? Ja. Und da kamen die ersten Töne von American Dad. Good morning, USA. I've got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky had a smile on his face. And it's shining a solution to the American place. So. Hey boy, it's well to say. Good morning, also, USA. Jetzt haben wir. Möchtest du auch noch was zu Manuel sagen? Ja, Manuel musst aufpassen, kann ungesund werden.
Deine Hand hat, glaube ich, AIDS. Okay, das mit Japan So. kriegt ich. Come to evil, turn libraries into virtual place and more Also, often. dann. Ich war noch Yes, nie richtig high, ist die Überschrift. Caroline, 17. Vor 8 Monaten schlief ich zum ersten Mal mit meinem Freund. Aber ich habe noch nie einen Orgasmus erlebt. ja, wenn du Ich nur hatte mit dem zwar schon schläfst, oft dann ein... passiert auch nichts. Du, ihr müsst ficken. Moment. Ich hatte zwar oft ein super Gefühl, aber ich war noch nie richtig high. Manche Mädchen schreien doch dabei, verlieren sogar sekundenlang das Bewusstsein, oder? Ist das nicht die Norm? So geil, dass Also du es gerade bewusst. vorgelesen hast. Satan! Und jetzt habe ich einen Master Step. Ja, aber lies weiter. Ja, das war schon. Ja, alles klar, Was war der sekundenlang letzte gibt. Satz? Manche Mädchen verlieren doch sogar das Bewusstsein, oder? Ja, das Problem ist allein schon die Satzstellung, ne? Das ist jetzt die Frage, was macht die falsch, wenn sie schreibt, vor 8 Monaten habe ich das erste Mal mit meinem Freund geschlafen, oder ja, sozusagen. Ja, du sollst nicht nur bei dem schlafen, wenn ihr keine Liebe macht, dann passiert auch nichts. Schlafen ist halt schlafen und ficken ist ficken. Also wenn ich mich Hat mit meiner einfach keinen Freundin im Bett Kitzler. liege, dann passiert bei mir aber auch gar nichts. Da muss Ja, schon dann kommt andere Sachen. kein Kitzler. Punkt. So einfach ist das. Okay. Hat zwar ein gutes Gefühl, wenn sie neben dem liegt, aber. So easy ist das. Okay, Bianca 12. Mich beschäftigt eine Frage zum Thema Oh, AIDS. jetzt habe ich eine Kiste Jungs, gemacht. Mädchen in meiner Klasse trinken manchmal aus demselben Glas oder gleichen Flaschen. Kann man sich dadurch nicht auch anstecken? Und wie ist das beim Küssen? Liebe Bianca. Ja, okay. Das andere ist die Antwort von dem. Ja, Ja, alles was heißt klar. denn, womit denn anstecken mit Liebe? Nein. Mit AIDS. Mit AIDS? Ja. Sind jetzt alle AIDS krank? Bei euch in der Klasse. Wird aufpassen. Darf sie noch nicht mal anpacken. Du solltest mit so einem Schutzanzug in die Schule gehen. Und Gasmaske. Gasmaske ist am wichtigsten. Oder Rod, was sagst du Ja, es gibt auch dazu? Ganzkörperkondome. Ja, genau, das hilft noch am. Aber am besten doppelt. Na klar, doppelt hält besser. So, Ja, jetzt fangen wir wenn direkt ihr an, frisst sich uns das AIDS, vernünftig da bricht das an. viele Ressourcen zu beschaffen. Dig Minecraft. So. Denn Ja. da siehst du, wie ich nicht. Mal kurz gucken. Hier, was haben wir hier noch Witziges? Warte mal, ich gehe mal gerade schon mal auf die Suche nach Kühen und Zuckerrohr und so. Ich mach mir hier mal auf der anderen Seite eine Privattruhe, ja? Weil ich denke, dass wir hier zumindest bis zur Schlucht alles ausheben werden. So, das da rein, das und das und das. Ja, du musst auch mal ein bisschen effizient sein. Du hast noch nichts gemacht, außer den Stab besorgt. Ja, ich wollte mir eigentlich gerade eine Kiste craften und dann mit dir daneben direkt mal Geil, anfangen. hier sind Kühe. Ich gebe mich Erde. Endlich kann man auch wieder so durchziehen beim Craften. Ich hasse das, wenn man so einzeln setzen Ja, muss. mich nervt das total. Das ist wirklich eine der Sachen, die Mojang sehr gut gemacht hat. Ja, wobei ich sagen muss, das alte Minecraft gefiel mir bis jetzt am meisten sogar noch am besten. Oder das gemoddelte. Ich muss erstmal bei 4. Jetzt einmal kurz was essen. Eigentlich schon. Wir haben hier Schafe in der Nähe, ne? Wir haben doch schon Wolle, oder? Wir haben doch schon Eisen. Dann können wir doch uns gerade noch Schärchen machen. Ja. Z, Dick Mineshaft. Ja, hier so ein bisschen Stuff von dem, was wir schon erfarmt haben, haben wir uns auch wieder gegeben, weil sonst waren die letzten Folgen einfach komplett umsonst gemacht, getan, passiert. So. Ja. So. Komm her, Schafi. Komm her, Schafi. Ah, die Folge, wo ich das sage, habe ich gestern erst gerendert. Komm her, Schafi. Oh, falscher Knopf. Nein, bleib hier, Schafi. Blob. Noch mehr Ich hab Schafi. sowas Geiles gefunden. Was denn? Ach, schon wieder Frage? Also, ja. Also, Markus 14. Lieber Herr Dr. Sommer, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen, also ficken. Meine Freundin hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch die Knarre wach werden und uns Das habe ich schon mal mitnehmen. gehört, ey. Ja. Dann gehst du in den Waffenladen und kaufst den Schalldämpfer. Den musst du vorne draufschrauben. Fürs erste Mal kann ich das nur empfehlen.
Aber das bringt ja nichts, wenn das Jungfernhäutchen platzt. Ja doch, dadurch, dass der Kolben ja da drinnen steckt, dämmt das ja dann den Schall. Musst aufpassen beim Rausschrauben, könnte nämlich die Eichel abreißen. Oh lol, ich hab das hier scheiße gebaut. Warum sagt mir das denn niemand? Die können ja rausspringen. Super habe ich das gemacht. Super. Super geil. Fuck off. Okay, jetzt Mann! bin ich ein Skelett, ist gleich ein Zombie. Ihr dummen Kühe! Ja, genau, Mö. Wie viel Uhr haben wir? Noch 10 Minuten! Ungefähr. Ich suche eigentlich Schafe. Hier waren noch irgendwo Schafe. Wir müssen die Kühe irgendwie. Kannst du schon mal anfangen, Weizen anzupflanzen, irgendwie so? Ja, Moment, ich bin noch gerade gegen Zombies am Kämpfen. So. Yeah, ich hab schon. Ich mache aber wieder meinen Oh, bei mir Necromancer. rottelt's. Oh, rottelt's. Rottelt's, 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 ruckelt's. Läuft Ich aber mache trotzdem erschreckend wieder scharf. den Necromancy-Mod, okay? Wenn du Wenn du da nichts magst. gegen hast. Wenn du da nichts gegen hast. Muss mal gerade was nachgucken. Ich muss sagen, ich bin gerade etwas confused. Ah! Ich bin am Aufnehmen. Ich habe trotzdem 50 Frames und Attack of the B-Team. Was ist da los? Creeper! Der ist hinter mir hochgegangen. Arschgesicht. Ist das etwa... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Harvey Hüte. Wie cool ist das denn? Darf ich mich dir Was ist denn? vorstellen? Warte, warte, warte. Warte. Noch nicht gucken, noch nicht gucken. Guck mal, ich bin Kyle. Hä, wo bist du? Ach, lol. Kyle Dingslowski. Kyle Broslowski. Brofslowski, genau. Der Böse. Broslowski. Brofslowski! Oh mein Gott. Wir sollten uns echt Betten machen. Ich nerven von mir. Entschuldigung. Ich hab schon Brain. Und ich hab Hunger vor allen Dingen. Sind meine Zwerge schon fertig? Nee, die arbeiten noch. Ich 16. Ich spritze manchmal, wenn ich 3 oder 4 Tage mich nicht befriedigt habe, bis zu 3 Metern. Meine Kollegen sagen, sie spritzen nur bis zu 30 Zentimetern. Ist das normal? Der soll da an der Weltmeisterschaft teilnehmen, ey. Ja, ich sag mal so, Respekt. Aber dann würde ich dir empfehlen, deiner Freundin, deine Freundin später nicht zu. Warte, 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 warte. Bevor ich jetzt weiterrede, ne? Weil du so geil Welt spritzen kannst, habe ich sogar mein Partyhütchen für dich aufgezogen. Boah, in Third Person zu kämpfen ist echt ganz schön scheiße. So. Hier, herzlichen Glückwunsch, dass du so weit spritzen kannst. Ich sehe dich nicht. Ja, Ach ich bin so, doch. ja, bestimmt. Ich So, dachte gerade, ich ich bin wäre am gerade am Wolle Aufnehmen. farmen. So, schnipp. Jetzt habe ich 6 Wolle, ich komme zurück. Was ist das denn? Ist das einfach ein Baum? Wir brauchen kein Weizen mehr anpflanzen. Warum? Ich habe hier so einen Weizenmann gefunden. Alles klar. Pass auf, Oh, unser Spawner kommt hat da. ja einen Spawner. Das schon, warum geht hier so Party hart? Wie baut man das am schnellsten ab? Mit der Axt? Mit der Schere? Ich habe keine Ahnung. Geht alles gleich schnell. Ah. Ich wollte mich gerade umgucken, böser Zombie. Ja, wir sollten uns die Fragen vielleicht vorher raussuchen. Ja, ich bin gerade hier am Kämpfen, das ist das Problem. So. Ich habe ja auch noch eine Frage offen, die heißt Justus 17. Ich masturbiere re regelmäßig, aber nicht überdurchschnittlich viel. Seit einiger Zeit, oh, ich muss hier gucken und laufen, so, in die Richtung laufen wir jetzt. Oh, lol, es geht. Seit einiger Zeit habe ich nach dem Samenerguss ein sehr starkes Brennen. Moment, ich muss hier erstmal fighten, sonst kann ich das nicht flüssig vorlesen.
Oh, ihr Hunde, ey. Oh, drei Skelette. Ich mache alles dort, dort, dort. Alter, ich habe schon so viele Bögen. Alter, was haben wir auf hier auf Hardcore gestellt oder so? Wir brauchen Betten. Oh, Alter. Jetzt werde ich bei Skype angeschrieben. Ja, lol. Boah, der wollte mich gerade über Neverwinter aufklären. Wer? Der Gaiero. Apropos Gaiero, er hat gefragt, ob wir mit ihm, also nicht, die planen ein Let's Battle und hat mich gefragt, ob wir daran teilnehmen wollen. Ja, Sigi. Ja, habe ich nämlich auch gesagt. Ich habe nur das Problem mit meinen Arbeitszeiten, ne? Ganz genau. Aber ansonsten machst du es halt alleine und nimmst auf. Mhm. Ja, da muss ich mal mindestens ein Zweierteam haben. Ja, ja. Da muss ich halt jemand anderes suchen. Zum Beispiel einen Yannick MC. Der hat ja auch ein bisschen was drauf. Oder einen Roffelkopter, ja. Der erstaunlicherweise auch gut abgeht. Aber ich glaube, geht dann wahrscheinlich um Let's Player, ne? Ja. Meine Fresse, das hört gleich mal auf mit den Zombies hier. Ich wollte eigentlich die Frage vorlesen. So, jetzt lese ich die Frage vor. Justus 17. Ich masturbiere regelmäßig, aber nicht überdurchschnittlich viel. Seit einiger Zeit habe ich nach dem Samaguss ein sehr starkes Brennen im Penis. Woher kommt das und was kann ich dagegen tun? Ja, im Penis ist gewiss ungesund. Also am Penis wäre wahrscheinlich, ja, dann die Reibung, weil du zu hart gerubbelt hast. Ja. Ich würde aber mal im behaupten... Penis ist schon eklig. Oh, hier hängen Pfeile von dir. Da oben. Über mir? Ja. Ey, Moment mal, lol. Bei mir fällt gar nicht mehr auf, dass ich so einen Pfeilhut anhab, der mir einmal durch den Kopf geht. Nee, das sieht aus, als wäre es so gewollt. So, wir gehen jetzt schnell ins Hexenhütchen. Ah ne, ich muss meine Gnome erstmal wieder hier andingsen. Und wie viel haben meine? Sind die schon fertig? Ne, die sind noch am Graben. Z, die Gemeinschaft. Das ist die Frage, wann. Okay, wir gehen mal ins Hexenhaus, dann kann ich da auch mal, ein bisschen noch Fragen raus. So, jetzt was ich noch dazu sagen wollte, lieber Justus. Also wenn du statt kommerziellem Kleidgel, was man so kaufen kann, Aceton oder Spiritus benutzt, dann wundert mich gar nichts. Mich auch nicht. Oh, super. Alles klar. Hallo, ich bin die Witch. Bitch, mit dem Diaschwert. Ja. Alter, wie viel Scheiße ich schon wieder in meinem Inventar habe. Ich hab eine Hexenhand, lol. Aua, Moment, ich hab noch 14 Sekunden lang Poison. Mann, heb mal die Truhe auf, ich will mal das Stuff loswerden. Kannst du da hinklatschen? Ich hab leider kaum noch Platz. Wasserartischocke. Jetzt geht eh schon wieder die Sonne auf. Was für ein Fail, ey. Du hast einen Rucksack auf, gib mir deinen Rucksack. Das ist jetzt mein Rucksack. Ach du Scheiße. Geil. Wir können Karotten anbauen. Ja, nice. Ja, guck mal, der hat einen Rucksack droppen lassen und was da alles drin ist. Einfach super geil. So, ich will jetzt mal hier Stuff loswerden. Und ich habe Weizen. Habe ich ja eben schon mal gesagt. So. Ja. Ich brauche Holz. Habe ich nicht eben noch Holz gehabt? Hast du mein Holz verbaut? Wo ist das Holz hin? Wo ist mein Holz? Ich hab was gefunden. Was ich glaube, also eine Frage. Habe ich wieder. Eine witzige. Ich will die Fledermaus wieder haben. Seit zwei Wochen habe ich einen festen Freund. Einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine. Also griff ich ihm auch zwischen die Beine und spürte dort einen flaschenähnlichen Gegenstand. Kann es sein, dass mein Freund trinkt? Ja, dein Freund ist stark als Alkoholiker. Die Frage kann einfach nicht ernst gemeint sein. So dumm kann doch keiner sein. Jetzt mal im Ernst. Oh, ich habe die Karotte gegessen. Ja? Nein. Ah, okay. Guck mal, wie viel Zeug ich schon für den Necromancy mehr habe. Super, super. Ja, ja, ne? So. Machst du mal eben Wassereimer? Ach, schon gut.
Nee, Okay. doch einen Wassereimer brauchen wir. So. Eisen, 1, 2, 3. Hexenspawner abgebaut. Schön. Okay, hab einen Wassereimer. Soll ich den auch füllen? Komm mal hier hin, hier ist Wasser. Das muss eh weg. Wo bist denn du? Hinterm Haus. Ach, hinterm Haus, okay. Hinterm Hexenhaus. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wo ich mein Holz hingetan hatte. Spasti. So. Hinterm Haus. Ja, Hast ich du hab Wasser schon das Wasser weggemacht? weg. Ich hab so Wasser weg so. Kiki 12, kann man vom Küssen schwanger werden? Also Du nach bist dem Namen eindeutig schon. auf der falschen Seite. Da Ja, sind ja schon wirklich sehr. nur so behinderte Fragen, die man sich wirklich. Also, am Anfang ging es ja noch. Aber das hier gerade, das frage ich mich wirklich so. Sag mal, wer hat dir denn jetzt hier hingeschissen? So. Und einmal kraften. Bitte nur zwei Betten. Noch da? Ja, ich bin gerade am gucken. Warum? Die Folge ist fast vorbei. Wäre mir lieber, wenn du mehr craftest und mitwurstelst. Ja. Hängt der Server gerade so hart oder kann ich einfach nichts blenden? Keine Ahnung, ob der hier Server gehängt hat. Gehängt. Ging. Gehinkt. Gehinkt. Nicht gehunkt. Gehangt. Ich hatte auch hier mal Persilinelli-Chest. So, alles was Holz heißt, mal da rein. Bloß das. Das verbaue ich jetzt. Das kommt da rein. Strings. Jo, ist klar. So. Ja, okay. Ich höre jetzt erstmal auf mit den Fragen. Behinderte Fragen, wie die hier stellen, das ist schon, Das grenzt schon an Verletzungen. ja, das ist schon kein menschliches Denken mehr, sagen wir es so. Du hast eine Zigarette im Mund? Oder ist das so Nein, eine eine Tröte. Tröte? Das ist eine Tröte. Okay, Zahn, jetzt fehlt mir genau dieser Block. Super. ah, du willst hier das Haus erweitern? Nö, ich wollte nur irgendwie einen Weg machen. Aber es wird sich eh im Laufe der Zeit so. Wolltest du So das Haus machen hier so. erweitern? Das ist wohl eher Garten. Erstmal. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall ist die Folge jetzt schon fast rum. Wir haben schon ein bisschen was gefarmt und so. Wir müssen noch die Kühe irgendwie so zusammentreiben, dass wir die koppen lassen können. Jo, ist klar, ich habe fast 3 Stacks Weizen. Ich mach mir mal ein paar Fackeln. Komm mit, Mu. Mu? Mu will nicht. Du, Dann Mu. nennen sie Lou, vielleicht will sie dann. So, Mu, Mumu. Komm mal her, Mumu. So, ich gehe Mumu, jetzt hier mal rein. runter in die Mine, okay? Weil ich sehe da einige Erze, die ich mal für uns hochholen kann. Oh, du behinderte Scheißkuh. Ich dachte gerade, du meinst mich. Oh, ich bin in die Mine reingefallen. Bin aber nicht tot. Bring mir Zum eine Glück Fledermaus halten. mit. Ja, ich finde total interessant, Okay, wir machen dass jetzt man. Ehre zu Ende und dann machen wir einen Cut. Also, ich finde total interessant, dass man durch Rüstung weniger Fallschaden bekommt, weil das eigentlich keinen Sinn macht. So oder so wirken dementsprechend so und so viele G auf deinen Körper. Ja, und damit sagen wir bis tschüss und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis tschüss.